Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis Eltin. Wir sind heute unterwegs in Brandenburg, im schönen Ort Luckau, begleitet von dieser Aquabox 50, die mich gestern per Post erreichte. Die kam direkt von eBay für 15 Euro zu mir. Das ist ein ganz ordentlicher Preis, finde ich, für so eine Kamera. Man kann bis zu 50 Euro ausgeben, wenn man so ein bisschen im Netz guckt. Das ist eigentlich zu viel. Ich glaube, die 15 Euro war ein guter Preis. Damals, als sie hergestellt wurde, Anfang der 50er Jahre, hat sie 9,90 Mark gekostet. Also von daher ist das völlig in Ordnung. Bevor wir jetzt losziehen, ein paar schöne Fotos machen, würde ich sagen, gucken wir uns die Kamera mal aus der Nähe an. Das ist hier also die Aquabox 50 aus dem Jahr 1949. Im Dezember haben die angefangen zu bauen und haben dann bis zum Juni 1951 in München diese Kamera gefertigt in einer Stückzahl von 599.000 und haben die Kamera damals verkauft für einen Preis von 9,90 Mark, also eine echte Kamera für alle. Zu den technischen Details, wir haben eine feste Linse drin, 1:8, 105 mm. Sie kann fokussieren ab 3 Meter bis unendlich. Die Blende ist 8 bzw. 11. Sie wird verstellt, indem man hier seitlich diesen Schieberegler rauszieht. Ich zeige euch das mal. So. So ist es eine 8. Ein Stückchen rauszieht, haben wir eine 11. Und wenn man noch ein Stück weiter zieht, ist man wieder bei einer 8. Dieses Mal allerdings mit einem kleinen Gelbfilter, der sicherlich was für die Kontraste tut. Eine Verschlusszeit hat diese Kamera entweder, so wie ich jetzt hier gerade eingestellt habe, also dauerhaft offen, also eine Bulb-Einstellung, oder wenn man die Kamera umstellt an diesem kleinen hier oben, einen runter, dann hat man eine Verschlusszeit von 50, eine 50stel. Was ihr seht auf den ersten Blick, ist die silberne Verschlussgeschichte hier vorne. Die hat mit der Blende selber nichts zu tun, mit der Verschlusszeit. Dahinter klappt es. Ich hoffe, das kann man sehen auf dem Kamerabild hier. Technisch ist das im Prinzip das, was diese Kamera anbietet. Sie hat noch zusätzlich zu erwähnen, ist hier einmal ein Gewinde für ein Stativ auf beiden Seiten. Das heißt, man kann die Kamera im Querformat oder im Hochformat benutzen. Zum Fokussieren gibt es hier oben ein kleines Suchfenster mit einer sehr matten Scheibe. Aber man kann ganz gut erkennen, was vor einem ist, wenn man ein bisschen Abstand hält, also knapp so auf Bauchnabelhöhe die Kamera halten, dann kann man ganz gut erkennen, was sich da im Bild abzeichnet. Viele Details sieht man nicht, aber man kann ganz gut das Bild einrichten damit. Gleiches gilt für, wenn man im Querformat arbeitet, auch hier gibt es dieses kleine Sucherfenster. Vorne sind diese beiden Gucklinsen quasi, da guckt das Bild raus über ein kleines Prisma in dieses Sucherfenster. Das ist im Prinzip die Kamera von außen. Hier ist noch der Filmvorspulknopf. Ich würde sagen, wir gucken sie uns mal von innen an. Ich muss den Tragegriff hier oben abnehmen. Dadurch wird der Knopf frei. Wenn man drauf drückt, geht hinten der Deckel auf. Hier erkennt man das kleine Fensterchen, womit man nachher, wenn der Film drin ist, die Zahl auf dem Film sehen kann, wie weit man schon fortgeschritten ist mit dem Fotografieren. Hier hinten gibt es eine kleine Wippe, die den Filmplan andrückt, um diesen inneren Kasten rauszunehmen. Das ist, ich versuche mal ein bisschen Licht reinzugeben, dass man sehen kann, wie das Ding von innen aussieht. Einfach ein schwarzer Tunnel. Den muss man rausnehmen, um den Film einzulegen. Dafür zieht man die Seite auf, entriegelt das Ganze und kann dann dieses Innenleben rausziehen. Das hier noch vorsichtig ab. Auf dieser Seite sieht man die Linse noch ein bisschen deutlicher. Hier ist die Aufnahmespule für einen 120er Film. Auf der Rückseite wird der Film eingeklemmt, hier oben drüber geführt, hier aufgezogen und dann wieder in die Box reingeschoben, Deckel drauf und fertig. Der Moment des Einlegens ist gekommen. Wir testen vorlaufender Kamera meine feinmotorischen Fähigkeiten. Auf der Seite wird die Rolle eingeklappt, oben drüber gezogen, auf die
andere Seite. So, da gibt es die Aufnahmespule, in die wir jetzt die Lasche des Films vorne einstecken und manuell vorwärts drehen. Vorne so, etwa so in der Art. Jetzt nehmen wir die Kamera, stecken die Kassette wieder rein in die Box, bis sie unten ist, verschließen das Ganze mit der Arretierung hier. So, und so, jetzt hat es geklappt. Jetzt ziehen wir bis zum Start, klappen das Ding zu und drehen so lange, bis wir im kleinen Sichtfenster unten die erste Zahl entdecken. Euch haben die Fotos gefallen und der kleine Videoblog hat euch wieder Spaß gemacht. Die kleine Aquabox 50 ist ein spannender Begleiter, würde ich sagen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Mal sehen, was wir uns dann gemeinsam angucken. Abonniert den Kanal, findet mich bei Facebook unter D18 Foto. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.